Es gibt Fehler, die sich zu echten Katastrophen entwickeln. Wie dieser Erdrutsch, der passierte, als gerade der Zug vorbeifuhr. Und dieser Fahrer erwartete sicher nicht, dass er genau über der Grube in der Autowerkstatt einen Unfall haben würde. Zumindest werden die Mechaniker jetzt mehr verdienen als erwartet. Ein Lastwagenfahrer versuchte, durch eine sich schließende Schranke an einem Bahnübergang zu fahren. Und hier ist das Ergebnis. Arbeiten im Hafen hat seine Nachteile. Dieser Typ sollte vielleicht darüber nachdenken, den Job zu wechseln. Der Kipplastwagenfahrer vergaß, die Kippmulde abzusenken und riss eine Fußgängerbrücke nieder. Diesen Ladeprozess kann man nicht gerade als Erfolg verbuchen. Es gab mal ein Haus und jetzt gibt's keins mehr. Alles wegen eines Erdrutsches, der durch starken Regen entstanden ist. Stell dir nur die Reaktion der Besitzer vor. Und hier ereignete sich eine Katastrophe beim Brunnenbohren. So sieht es aus, wenn man Geld zum Fenster rauswirft. Die Person, die den Bau überwachte, hatte offensichtlich etwas übersehen. Ein Unfall in einem deutschen Stahlwerk geriet außer Kontrolle. Es ist unklar, worauf er gehofft hat, aber zumindest ist er entkommen. Run, run, dead, dead, dead. Der Kapitän dieses Lastkahns mochte diese Brücke wirklich nicht. Die Bauarbeiter gruben die Stützmauer falsch aus, die von Anfang an falsch konstruiert war. Hier ist das Ergebnis. Oh mein Gott! Das ist ein großartiges Beispiel dafür, warum man an Bahnübergängen nicht hetzen sollte. Sag mir, dass es dein erster Tag im Werk ist, ohne mir zu sagen, dass es dein erster Tag im Werk ist. Ein großes Containerschiff ist in einem chinesischen Hafen in die Pier gekracht und hat leider auch zwei Kräne getroffen. Ziemlich epischer Anblick. Hier ist der Moment einer Explosion eines Raumschiffs, das aus dem Weltraum zurückgekehrt ist. Schade, ich wette, es hat viel gesehen. Der Kran hat den Chat verlassen. Schau dir an, was mit Häusern passiert, die auf zu gesättigten und instabilen Boden gebaut wurden. Glücklicherweise wurden die Leute im Voraus gewarnt und es war niemand drin. Die Arbeiter haben sich endlich bis zur unterirdischen Wasserquelle gegraben. Aber jetzt bereuen sie es wahrscheinlich. Das ist der Grund, warum es wichtig ist, abgestorbene Bäume von Stromleitungen zu entfernen. Dieser Lastkahn hat die Überlastung auf seine eigene Weise bewältigt. Biber werden begeistert sein. Dieser Turm sah so mächtig aus, aber bei der Sprengung fiel er wie ein Kartenhaus in sich zusammen. Ein Flugzeug hat sein Ziel verfehlt und ist auf der Straße gelandet. Ich frage mich, ob die Versicherung das abdecken wird.
Der Kran hat eine Last gehoben, aber es gab ein Ungleichgewicht und... Dieser Müllwagen war gerade dabei, seine Ladung abzuladen und hat sich gleichzeitig selbst abgeworfen. Der hydraulische Kran wollte einfach liegen bleiben. Ich glaube, diese Arbeiter haben ernsthafte Probleme. Das sind erschreckende Szenen eines Erdbebens in der Türkei, bei dem Hunderte von Häusern zerstört wurden. Eine umstürzende Windturbine hakte sich an einen Kran und zog ihn mit sich runter. Wenn du in großer Eile einkaufen gehen willst, eine Überlastung des Flusskrans hätte für den Arbeiter sehr schlecht enden können. Aber er hatte den Parcours gemeistert. Ich wäre überrascht, wenn der Lastwagen sein Ziel mit einer solchen Überlastung erreicht hätte. Zusammenstöße zwischen Flugzeugen und Hubschraubern passieren auch manchmal. The final cuts were made and the tower came down. Hast du schon mal gehört, wie es klingt, wenn ein Wasserturm umfällt? Jemand wird bei der Bestandskontrolle Probleme bekommen. Dieser Kran sollte einen Baum entfernen. Es endete aber damit, dass das Haus beschädigt wurde. Das ist einer dieser Fälle, in denen es besser gewesen wäre, sowas nicht zu versuchen. Dieses Flugzeug versuchte während eines Schneesturms zu landen und rutschte von der Landebahn. Ich bezweifle, dass die Passagiere nach dieser Landung applaudiert haben. Jemand im griechischen Hafen hat die Sicherheitsverfahren vergessen und die Container nicht gesichert. Die Kabel, die dieses Observatorium hielten, rissen. Zwei Kräne in dem zuvor eingestürzten Hotel stellten eine Gefahr für die Menschen dar. Daher wurden sie mit einer präzisen Explosion abgerissen. So sieht eine absichtliche Kurzschaltung einer 110 Kilovolt-Leitung aus. Der Kran hat gute Arbeit geleistet, das Gebäude abzureißen, aber es gab da einen Haken. Diese Bauarbeiter wollten einen Abschnitt der Pierwand entfernen, aber irgendwas lief da schief. Diese Ingenieure haben eine originelle Methode entwickelt, um eine Ölplattform zu zerstören, indem sie ihre Beine sprengten. Ein Albtraum aus Owl's Moving Castle. Ein glühend heißer Stahlträger verließ die Produktionslinie und sah erschreckend aus. Wenn du den perfekten Ort zum Starten einer 20.000-Dollar-Drohne auswählst, tja, Leute, das war's für heute. Wollt ihr mehr? Dann abonniert unseren Kanal